Hit! Hit! Hit, hit, hit! Hit! Hit, hit! Ja, an dem Tag war das mein Lieblingswort. Aber spulen wir mal etwas zurück. Für mein erstes Airsoft-Event war ich auf der Green Mile in Wittlich, eine ehemalige Schießanlage der Franzosen. Hier links haben wir eine Bunkeranlage. Und da rechts das CQB-Dorf. Hier irgendwo ist eine Festung und zwischendrin haben wir 6 350 Meter lange Bahnen. Die erste Runde startet mit Team Deathmatch. Hier. Ja, die stehen da auf dem Feld. Ja. Wenn man da hochgeht, sehen wir sie. Und tschüss. Unsere, oder? It was at this moment that he knew he fucked up. Nachdem die erste Runde nicht so gut lief für unser Team, entschied die Orga die Map zu verkleinern und den Bereich vom Spawn in Richtung Bunker zu sperren. Dadurch verlagerte sich der Kampf ins CQB-Dorf.
Ja, ich glaube, ich habe da hinten einer gesehen. Ich renn. Wo rechts? Offensichtlich waren wir auch so im Sikubi-Dorf unterlegen. Also musste ich die Strategie wechseln und entschied, von unserem Spawn alle Mauern zu überqueren und mich so an der Mauer des blauen Teams entlang zu schleichen, um hinter den feindlichen Linien in das Sikubi-Dorf zu kommen. Thank you.
Das letzte Spiel des Tages war Zombie. Alle Spieler verschanzen sich im CQB-Dorf und drei sind die Zombies. Einmal getroffen, wird man selbst zum Zombie. Und das so lange, bis keiner mehr übrig bleibt. Hock dich doch bitte ins Auto. Dann aus dem Fenster. Gib dem Mann jemanden einen Sniper. Ja, die kommen von hinten. Die kommen. Ja, von da hinten. Von da vorne. Das war's auch schon. Ich hatte einen tollen ersten Spieltag auf der Green Mile in Wittlich und kann das Spielfeld nur jedem weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.